Und willkommen zurück zu Total War Rome 2 mit Syrakus. So, die Wirtschaft haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe wieder mal in der letzten Folge eigentlich nicht viel gemacht. Außer die Armee einmal im Kreis zu schicken, hier eine Rebellion zu kassieren. Und dann gab es auch nicht viel mehr. Die Armee müsste mal ein bisschen was rekrutieren. Oh, die Spalisten. Die rekrutiere ich mal gleich. Die will ich bekommen. Kommt das von dem hier, dass ich das benutzen kann? Cool. Hm. Komisch. Die richtige Athenische Armee steht immer noch da und die wird sogar verstärkt. Okay, also der Plan wurde jetzt voll gefasst. Sardes anzugreifen und Zypern diese Provinz hier zu übernehmen, und wahrscheinlich müssen wir auch hier runter Ziele können wir mal lassen. Rhodos, das hat halt ein Weltwunder. Warte mal, Sardes gehört hier oben auch noch eine Provinz. Okay. Da gehört die noch Siede, naja. Also das wäre so der richtige erste Krieg, den wir geplant auf Eroberung. Wir hungern nach einer Schlacht. Wir müssen halt gucken, dass wir die öffentliche Ordnung in allen Provinzen stabil kriegen. Ich erwarte eure Befehle. Und das wird so das Wichtigste sein. Die haben einen Mob von Einheitenrang 4, okay. So, nächste Runde bitte. Was macht Rom? Und was macht Karthago? Hm. Dann vielleicht mein Spion entdeckt, dass die jetzt womögliche Truppen nach Karthago ziehen. Solange Karthago loyal gegenübersteht, können wir dann Eroberung auch vergessen, außer wir sind im Krieg mit Karthago, nicht mehr im Krieg mit Neu-Karthago, weil wenn man das jetzt sieht, da stehen fast zwei Fünfstig-Armeen drin, das kann man vergessen, da irgendwas einzunehmen. So, Fraktion vernichtet. Zypern. Aha. Baubericht. Ja. Eigenschaft erhalten. Oh. Einer Schlacht. Was machen die hier? Ich muss wohl hier noch ein paar Truppen rekrutieren, denn es sieht so aus, als würden die hier was erobern wollen. Eurem Volke zu dienen. Wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die mir den Krieg erklären. Aufgebrachte Bevölkerung in Illyrien. Quartiermeisterbericht. Ja. Unzufriedene Bevölkerung in Mauretanien. Das ist mir klar. Yeah. Zu euren Diensten. Ich kann die Armee jetzt vernichten. Doch, vernichten. So. Weg ist die Armee. Es muss die Armee halt wieder aufgefrischt werden. Das ist auch wieder ein bisschen viel, damit sich das hier verdammt gute Einheiten drin gestanden sind. Also. Ui. Das sind schon extrem starke Einheiten dabei. Wir hungern nach einer. Das nennt ihr eine Garnison? Die Provinz spuckt jetzt auch ein bisschen mehr Geld aus. Das ist auch gut.
Hier. Naja, was sieht die Kultur geht runter. Latein nimmt deutlich zu. Also da sind die Römer halt doch ein bisschen besser. Aber die haben immer wieder mit der öffentlichen Ordnung zu kämpfen, weil ich meine, vor ein paar Runden war das schon 92 und die haben ein bisschen mit der öffentlichen Ordnung zu kämpfen da oben. Das ist schon mal gut für uns. Denn wenn falls Rebellen tatsächlich übernehmen, könnten wir notfallen eine Söldnerarmee aufstellen. Da gibt es ja auch ein paar Söldner. Und ich könnte tatsächlich mal eine Armee aufstellen, die in bei Saaten Afrika in. Was habe ich denn für einen Scheiß? Die in der Provinz Afrika. Asia einmarschiert. So, jetzt habe ich's. So, die Armee setzt wieder ein. Da kommt Kavallerie. Und hier, ich muss jetzt gucken, was Saat ist für eine Kultur hat. Die sind auch griechisch. Na super. Wir müssen. Wir müssen. Was für Nahkämpfer tun? Wir haben nur Speerinfanterie und. Es gibt irgendwie keine Nahkampfinfanterie. Ist nicht total mies. Ein bisschen Geld haben wir noch. Ich hoffe, bräuchte hier mal eine Einheit von Blüten. Die kosten halt nur ein bisschen mehr. 83. 90. Nur kurz ein bisschen vergleichen. Moment. Ich muss die ein bisschen vergleichen. Aber die sind deutlich besser. Gerade in allen Belangen besser. Also das. Das bisschen Geld ist halt schon wert. Ist das jetzt schon wert, weil die 30 Kröten, die fallen jetzt nicht so stark ins Gewicht. Diese Flotte. Was soll ich mit dir machen? Wenn ich sie aus der Stadt rausholen, wird sie vernichtet. Das ist das Dumme. Und von diesem wurde noch kein bisschen ausgebaut. Das müssen wir alles mal machen. Weil es gibt ja irgendwann halt doch den Zeitpunkt dem Spiel oder allgemein in Total Wars, wo man irgendwann einfach merkt, es ist egal, was man tut, man überrennt am Ende irgendwie doch jeden. Außer es entwickeln sich tatsächlich dann doch zwei Mächte, die tatsächlich gleich stark sind, oder wenn man so. Also ich glaube, gerade als Römer kommt irgendwann die Zeit, wo man einfach irgendwann alles überrennt. Man schickt zwei Armeen und die überrennen einfach mal alles. Gerade weil die römische Infanterie ja zur stärksten in dem ganzen Spiel gehört, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe noch keine Stärke gesehen. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an oder morgen das Schwert. Kann ich ein bisschen Geld abziehen? Zahlung einfordern. 1000 oder was machen wir? Nein. Okay. Die gehören. Das sind auch meine Feinde. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Was machen die denn, Martin? Was machen die? Sind es die denn mal? Doch, sind die Marken. Mein Können steht euch zur Verfügung. Zu euren Diensten. So. Eindringling. Denk mal. Oh, Leute. Das habe ich gar nicht gerne. Das sieht extrem aus. Zu euren Diensten. Kommandant.
Aber ich würde eurem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Weiterhin Truppen rekrutieren. Ups. Vom Essen. Quartiermeisterbericht, alles in Ordnung. Und wieder nichts, kein Geld zum Ausbauen. Bravo. Und da blöd, schon wieder eine katakische Armee, das riecht. Das langt wieder nichts. Das regt mich einfach nur noch auf, diese Armee. Karthago muss jetzt irgendwann mal vernichtet werden. Das ist soweit bin ich es, ich sag. Ich muss auch vielleicht auch mal Karthago einnehmen. Vielleicht sollte ich mir diese Armee lassen und nach Karthago durchmarschieren. Oh. Scheiße. Nein. Also ich mir fast schon gedacht, was passiert. Dafür sind meine Truppen doch stark genug. Ich muss das da wieder einnehmen. Weil sonst packt die KI wieder die tolle Möglichkeit aus, dass sie alles auf einen Schlag wieder umbaut. Aber da sind noch keine Bodentruppen in der Stadt drin. Das ist nur eine Flottebahn. Das war alles Unterstützungstruppen. Die ziehen, werden sogar abgezogen. Also die KI macht jetzt einen großen Fehler. Ah ja. Obwohl eigentlich ja ganz, also schlecht. Es gehen zwar die Einnahmen jetzt aus dieser Stadt verloren. Aber die Karthager blockieren uns vermutlich den Weg. Ja, vielleicht kann ich da ein paar Armeen vernichten. Ich hoffe es zumindest. Oh. Okay, die ziehen ihre Truppe einer Flotte ab. Was machen die? Das könnte jetzt mal ganz böse enden. Wir hungern nach einer Schlacht. Halt alle im Gewaltmarsch, das heißt, die werden mich jetzt noch nicht angreifen. Söldner könnte ich noch ein paar anheuern, das mache ich aber dann zum Schluss. Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. So.
Na super. Ich damals für mich, ich kann es nur das machen. Ziehen die ganzen Truppen, ziehen sie rum. Aber die greifen mich schon mal nicht an und Agentenaktion haben sie auch nicht gemacht. Das könnte eine richtig, das könnte eine ziemlich große Schlacht werden. Aha. Was machen die? Das kann ich mir nicht leisten. Nichts unternehmen kann ich mir nicht leisten. Heiß. So, politische Intrige. Ist schon erteilt. Unser Pfad ist versperrt. Die sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Die Siedlung wird belagert. Wir werden diese Siedlung einnehmen. So. Ich könnte sich eine Armee aufstellen nach Karthago ziehen. Aber nur eine kleine, schwache Armee, die aus so ein paar kleinen Truppen besteht. Und die Karthago angreifen. Also, da steht nämlich auch keine große Garnison drin. Und nur ein Admiral. Mein Können steht euch zur Verfügung. Also durchaus machbar. Und in Rom. Die Römer, die schieben halt ihre Full-Armeen hin und her. Na gut, also ich beende jetzt nochmal die Folge und... Ja, ich würde einfach mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.